Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Feedbys Continue mit mir, dem Kirsch. So, wir gehen erstmal schnell in dem Nether. Wir brauchen etwas Blaze Rods. So, ich habe mal jetzt nichts verändert. Außer halt, dass viele Zombie-Pigments hier rumlaufen. Aber die stören mich jetzt nicht. Genau. Solange wir nicht nachher von dem Gas getroffen werden, ist alles schick. Ja, wir machen jetzt den Blazing Hopper. Wir können zwar den normalen Hopper schon machen, aber dafür brauchen wir halt eine Eisentruhe und Eisenplatten. Das ist ja kein Problem, die Platten, aber die Eisentruhe ist immer so nervig. So, vielleicht haben wir sogar Glück und finden hier noch einen Wither Skeleton. Der hier einfach mal so rumläuft. Sieht aber schlecht aus. Erstmal hier schön in der Gegend rumpeitschen, nicht dass hier gleich einer spawnt und ich schlage ihm mal ins Gesicht. Muss nicht sein. So, drei haben wir schon mal. Beziehungsweise 5, wir hauen ab. Wir ziehen weiter unsere Wege. Beziehungsweise stehen da 2 Wither Skelette. Nehmen wir zumindest schon mal einen mit. Und noch ein Drop of Evil. Da können wir halt wirklich mal die Monsterfalle in Angriff nehmen. Jetzt einen falschen Schritt gemacht, ich wäre runtergefallen, das wäre schlecht gewesen. Und ein Wither Skeleton Skull, yeah! Gut, da können wir jetzt wenigstens wieder zurückgehen. Allerdings können wir auch noch keinen Wither spawnen. Will ich jetzt auch noch nicht. Ich habe noch nichts Witherproofed. Können wir kurz mal gucken. Wither. Muss gefunden werden auf einem weit entfernten Planeten. Okay. Schön. Gibt es hier irgendwas anderes? Wither Proofed? Nö. Okay. Es war ein Versuch wert zu gucken. So. Ja, so ist das, weiß nicht, was er machen soll. Doch, wir machen uns jetzt den Blazehopper. Und mit dem Blazehopper versorgen wir unseren Crafter. Verdammt. Oder? Nö, eigentlich nicht. Wir können den ja dann Clock. Redstone Clock bauen, genau. Und dann halt den Dispenser befeuern, den wir auch noch bauen müssen. Könnte sein, dass heute eine etwas längere Folge wird zum Sonntag. Und ich bin auch mal gespannt, ob Deutschland gewonnen hat gegen Schweden. Oder ob sie jetzt schon raus aus der WM. Ach ja. Wie schon gesagt, ich nehme das halt am Freitag auf. So. Habe ich hier noch eine Truhe? Nö. Rein damit. Sehr schön. 2 Truhen bitte. Sehr schön. Nom, 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 das war bestimmt Apfelsaft.
Jetzt ist die Box wieder leer. Schlimm. Blazehopper. Da müssen wir dann noch den Output einstellen, nach links unten. Config. Dann geht er hier rein, dann machen wir hier das Rezept auf. So, apply. Und er erstellt uns halt gleich die Scrapbox. Ja, ich muss hier bald wirklich schöner bauen. Dann brauchen wir mal unsere Shovel. Spade, nein. Da ist unsere Kobaltschaufel. Nicht runterfallen. Und dann brauchen wir eigentlich sogar noch eine Vakuum-Chest. Eine Vakuum-Chest. Okay, ist relativ günstig. Vakuum-Tube. Dürfte man, glaube ich, noch eine haben. Tube. Ja, Obsidian. Black Concrete. Also wir brauchen nur noch einmal Obsidian herstellen. Stand jetzt. Jo. Okay, ich glaube, man zwar nicht in den zwei Truhen, aber man kann immer mal genau nachgucken. Habe ich hier noch was drin? Nein. Allerdings haben wir noch drei Loot Chests. Wir haben noch den Lava-Eimer. Aha. Schnell abbauen. So. Was brauchen wir noch? Zwei Eye of Ender. Ich bin raus. Okay, doch keine Vakuum-Chest. Ja, Autoplacer platziert ja nur automatisch. Das. Okay, ja. Okay, da haben wir auch schöne Blöcke dabei, kann man nicht meckern. Kostet bloß Cleanstone und ein Eisen. Also Dispenser bauen. Einfach bloß einen Bogen. Haben wir einen Bogen? Ja, haben wir aber keinen ganzen. Also nehmen wir uns ein paar Strings. Brauchen wir sogar noch ein bisschen Cobblestone. Holy moly! Und noch ein Redstone. Haben wir alles am Mann. Zack, zack, zack. Bogen, Redstone und einmal Cobblestone drumherum. Und dann brauchen wir noch eine Redstone-Clock.
Plus, Keenstone. Keenstone brauchen wir immer mal wieder. Haben wir ja gesehen, aus 8 kriegen wir 32 Tyrannenblöcke oder aus Tyren. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht, aber wir kriegen es hin. So. So haben wir das auch. Verdammt, ich bräuchte sogar noch einmal Cobblestone. Damit wir gleich noch einen Hebel herstellen können. Um mal die Redstone Clock an auszuschalten. Denn der Suspensor braucht ja sozusagen einen Tick. Und die Redstone Clock versetzt den immer wieder mal einen Tick. Und dann passt das. So. Ich brauche noch einen Hopper. Machen wir es erstmal so. Habe ich noch ein paar Stufen? Ja, gut. Jetzt beginnt das wieder mal das Nachgedenke. Na, bitte mal Schaufel. So. Den Hopper brauche ich eigentlich dafür. Also. Scrapboxen kommen nur raus. Sehr schön. Dann kommt hier der Dispenser. Demzufolge muss die ja noch weg. So. Ich muss auf die Kiste zugreifen können. So. So, da brauchen wir noch hier ein bisschen. Müssen wir es gleich noch mit schön bauen. Beziehungsweise, wir müssen es nicht. Ich möchte das gleich ein bisschen schön gebaut haben, damit es doch relativ gleichmäßig aussieht. So, das können wir dann noch im Nachhinein abändern. So, dann kommt hier der drauf, dass halt wirklich nichts weggeht. Und da hätten wir eigentlich hier unten die Redstone Clock dran setzen können. Und da sehen wir halt, da kommt jetzt einiges raus. Wirklich von allen was. Was haben wir hier rausbekommen? Just. Calcium, Chrom können wir da rausholen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwie eine Refine Storage. Ich will bloß mal gucken, wie teuer das wirklich ist. Ein Grid. Quartz Enriched Iron. Ja, wir brauchen auf jeden Fall das Strom-Upgrade. Und dann Sludge. Lumium. Holy. Ja, okay, deswegen bin ich dran verzweifelt.
schon mal im Kopf. F7, nicht das hier was. Doch noch im Stand ist, sagen hallo, ich bin normal. Soundmuffler wäre empfehlenswert, eine Jukebox. Planks, naja, komm. Von Weitem hört man es zwar nicht so sehr, aber da wir immer mal wieder da dran rumwerkeln, hören wir das. Wohl. Jetzt hören wir es nämlich schon wieder. Aha. Und jetzt ist es weg. Und wir kommen doch relativ zügig. Scrapboxen, relativ. Wollte ich noch mal kurz gucken. Chest Upgrade. Wir müssen ja okay, geht das nur mit den Schalker-Boxen? Okay, das geht wirklich nur mit den Schalker-Boxen. Das heißt, ich muss hier mit umlagern. Beziehungsweise können wir jetzt eigentlich mal noch die drei Lootboxen aufmachen. Es wird zwar meines Erachtens bloß Holz drin sein. Oder Fleisch. Holz. Holz. Wer hätte was anderes gedacht? So. Weil, dann werden wir nämlich mal das hier. Hatchet. Umtauschen. So, das raus, das. Das brauchen wir gleich. Weil die Small Storage Create ist halt ein Ticken größer. Aber wirklich nur ein Ticken. Jetzt haben wir sogar einen Rubber Sapling rausbekommen. Also das kann jetzt hier wirklich peu à peu durchlaufen. Ich brauche eine Torch. Torch. Da. Ja, die hat die ganze Zeit was bohren können. Das ist ja unschön. So, ansonsten ist überall ausgeleuchtet. Sehr gut. Ja, mit was beschäftigen? Ja, okay, mit einer Lernbox auf jeden Fall nicht. Dafür fehlt uns noch ein bisschen Zink. Vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen Tin bekommen. Aha, ich muss noch mal die Wrench holen.
Ich bin manchmal so schlau im Kopf, dass ich auch vergessen habe, mal nach dem Niesen oder so mir wieder zu entmuten. Ah, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ab wann es war, wenn es dann urplötzlich mal ein bisschen leise war. Es tut mir leid. Ich habe eigentlich versucht, mir immer zu erklären, was wir jetzt gemacht hatten. Und jetzt stellen wir gerade noch ein bisschen davon her. Allerdings wird hier noch mal ganz kurz abgeknackt. Jetzt kommt Bauxit rein. Jetzt haben wir hier zwar wieder Landstromprobleme. Ich hoffe mal, es war jetzt nicht allzu lang, wo ich hier nicht verstanden wurde. Wir haben ja in der Folge unseren Recycler automatisiert. Wir haben einen Soundmuffler unten drin, eine Redstone Clock und haben schon gutes Zeug bekommen. Ja, Ante sieht das. Wofür brauchen wir dich? Keine Ahnung. Jungle Leaf, können wir das irgendwo benötigen? Nein. Dich. Im Extractor gibt es einen Stick. Brass Nugget, Stahl Nugget. Also wir haben schon ein bisschen was rausbekommen. Das läuft halt, solange hier Kohle da ist. Kohle haben wir noch ein bisschen über. Wir können ja die normale hier nehmen. Brauchen keine normale Kohle nehmen. Wir nehmen diese Bio-Kohle. Eins, zwei, drei. Schlimm, wenn die Nase irgendwie zu ist und man dann immer mal versucht zu muten. 1, 2, 3. Der braucht ja keinen Strom, das ist sehr freundlich. Hier werden unsere Scrapboxen hergestellt. Hier dann das Zeug drin. So. Ach Mann, Mann, Mann. Da ist man wirklich manchmal so schlau. Man denkt, man ist schlau. Aber ja, jetzt wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag oder beziehungsweise einen schönen Abend. Ich werde jetzt noch ein bisschen was offscreen machen. Auf unser Stahl warten, damit wir dann mit dem Power Upgrade anfangen können. Quintuple haben wir ja, glaube ich, schon mal gemacht. Quintuple Batterie, genau. Und dafür brauchen wir dann noch das Stahl. Das Titanium, Entschuldigung. Und dann brauchen wir bloß noch den, aber den werde ich bestimmt auch schon mal machen. So dass wir dann in der nächsten Folge dann effektiv durchstarten können. Können wir in irgendwelchen Quests, kann ich da irgendwas weitermachen? Mal so. Thermal Foregoing. Nee, dafür brauchen wir halt More Power, digitales Zeitalter. Mob, es ist halt die Frage, wo beginnt diese Reihe? Beginnt sie hier? Aber ich denke mal, die wird eher hier beginnen. Oder hier. Autofarming, also wir werden bestimmt eher hier erstmal und dann brauchten wir Mo Better Beta Alloys. Wir müssen uns hier lang arbeiten. Okay, und dann kommen wir sogar schon langsam auf Project Eve voran, beziehungsweise drauf zu. Und das wird halt dann auch noch eine schöne Quest Reihe. Aber wie schon gesagt, wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir müssen uns hier, also ich persönlich muss mich halt hier mit den ganzen Modifikationen auch auseinandersetzen. Es dauert zwar manchmal eine Weile. Dadurch, dass es ja als in einer Singleplayer-Welt läuft und nicht in einem Server, wo man sich dann hier unendliche Ressourcen dann hat, da keine Probleme hat. Jetpack. Sieht jetzt einfach aus. Stahl und Titanium. Also wir brauchen eine ganze Menge. Und das wird dann noch eine Weile dauern. So, und da habe ich gerade mal kurz einen Nieser gehabt. Niesanfall. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn es euch trotzdem gefallen hat,
dann lasst doch gerne eine positive Wertung da, wenn nicht, dann eine negative und schreibt halt gern Feedback. Konspirative Kritik ist immer gern gesehen. Und jetzt trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag bzw. schönen Abend und genießt noch den letzten Tag vom Wochenende. Macht's gut und tschüss!